würde sagen, wir fangen hier an. 1, 2, 3. 1, 2. So. Hier kommen ein Kaktus rein. Das ist Kaktusgebiet. Kaktus. Gut, wenn dieser Kaktus wird dann auf 3 gespalten. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei. Und nochmal. 1, 2, 3. So, auf diese 3 wird das gemacht. Da werden die Rohre unterirdisch laufen, auf jeden Fall. Mhm. Muss ich von hier weg, dann habe ich genau hier die Möglichkeit. Ja, haben wir Holz angesteckt? Ja, haben wir. Einer. Hier einer. Hier welche. Wo lasse ich hier die Teile landen? Verdammt. Das Schild ist jetzt im Weg. So, die werden hier angenommen, die Kakteen. Oder brauche ich dieses? Wieder toll aus. Somit haben wir hier 3 Annehmerplatz. Das wird dann hier reingepumpt. Und diese 3. Dann brauchen wir hier ist ein normaler Kaktus. Somit könnte ich den einfach weiter. Hier werde ich den normalen Kaktus machen. Der wird einfach weitergeführt. Ich habe hier nämlich gerade mit 3 Motoren gerechnet, aber ich brauche nicht so viele, das wäre schwachsinnig.
was ich mache. Das klingt eigentlich sehr gut, das, was ich gerade dachte. Dann mache ich eine Fassade, eine Kaktusfassade. Die packe ich hier hin. Es gibt ja für alles Fassaden. Was sind die ganzen Fassaden? Hier. Die gibt es hier mit allen. Mit Lapis, mit Stoff, Bücherregal könnte ich vertauschen. Oder Ziegel, Redstone. Was haben wir hier? Diamantblock. Was denn das? Portal könnte ich sogar vertauschen, ist ja cool. Dann Glas. First Elements habe ich keinen sonst. Oh, Gummibaum hätten wir. Hier, das müsste. Genau. Ne, das ist eine Melone. Grünes Glas. Wo ist der Kaktus? Gibt es einen? Aber Dichtungen, glaube ich, gibt es nicht. Nur alles, was man bauen kann. Alles, was ein Block ist, gibt es als Fassade. Das heißt, Dichtungen sowas nicht. Es müsste trotzdem ein gelbes Gras. Auch wieder Gras. Leuchtet die Fassade dann eigentlich auch, wenn sie Glowstone ist? Kaktus gibt es anscheinend wirklich keine. Finde ich schade. Na gut. Dann bleibe ich beim Beschriften. So, hier annehmen. Hier werden sie rausgezogen. Geteilt. Auf 3. Dann haben wir hier einmal den stinknormalen Kaktus. Also überall ist zuerst normaler Kaktus drinnen. Hier wird der Wi-Fi gebrannt. Wenn er hier dann gebrannt wurde, wie mache ich denn das eigentlich? Das kann ich nur wieder mit in das Raucraft machen. Ja, sonst bräuchte ich hier einen eigenen Tisch. Das müsste hier Montagewerkbank sein. Okay, dafür brauche ich keinen Diamanten. Was müsste damit gehen? Und ein Laser natürlich. Das ist doof. Das kostet mir 2 Diamanten. Ja, das wird nicht einfach werden. Okay, dann brauche ich einfach einen stinknormalen Ofen. Also, keinen stinknormalen, oder? Eigentlich könnte ich den stinknormalen auch hinbauen. Bräuchte ich nur einen Träger, der was Kohle holt, ständig. Obwohl, irgendwann geht mir die Kohle auch raus. Brauche ich für Windräder nebenbei. Dann... Was für Möglichkeiten hätte ich? Es gibt 4 Motoren. 3 davon kann ich nutzen. Das andere ist ein Kreativmotor, der geht nur in Kreativmodus. Der würde Benzin brauchen oder Lava. Nur was bringen mir die Motoren?